So, willkommen zurück. Wir sind immer noch hier. Ich habe es irgendwann ausblenden lassen und ich habe das offscreen gemacht. Und ich habe es mir auch aufgemalt hier. Und jetzt machen wir das mal. Rechts, hoch, rechts, runter. Rechts, hoch. Rechts hoch. Ja, da waren wir sogar schon mal. Links, runter, rechts, runter. Rechts, runter, links, hoch. Links. Links hoch links. Hoch. Ja, genau. Hoch. Und da sind wir am Bötchen. An Deck steht bloß ein hölzerner Sarkophag. Die letzte Ruhestätte von Odins Sohn Balder. Und der will den Ring haben. Balder sollte den Ring seines Vaters bekommen. Und zack, sind wir wieder hier. Ja, ich habe, glaube ich, ich weiß nicht wie lange, eine halbe Stunde bestimmt oder so. Das wäre echt nicht spannend gewesen. Da musste ich schneiden. Sowieso sind diese Rätsel hier irgendwie absolut Try and Error. Teilweise, also schon als Fazit vorweg, den ersten Teil fand ich wesentlich besser. Das war strukturierter. Also da haben die Rätsel noch einen Sinn ergeben. Guck mal, jetzt ist die Brücke hier wieder. Weil da ein Ring auf dem Boot liegt. Weiß nicht. Okay. Sei tapfer, Quinn. Hier kann ich mein Schicksal ändern, hat Trüm gesagt. Und ich will, dass mein Vater lebt. Und Rinder. Was? Die können mich nicht sehen? Wo bin ich hier? Monochrom bist du. Da kann man dich nicht sehen. Oh nein! Ja, oh nein, wie oh nein? Wer bist du? Sie können mich sehen? Bist du ein Engel? Ich weiß nicht. Vielleicht? Oskar und die Mädchen, sie brauchen Hilfe. Es ist noch nicht zu spät. Der Schlüssel, Dachkammer. Sie müssen sich verstecken. Er konnte sie sehen. Die nicht hier, ne? Da kommen wir gar nicht erst hin. Hier müssen Mila und Anna mit ihrem Vater wohnen. Nichts hat sich geändert. Wie auch. Der Vater der Mädchen wurde ermordet und die Schatulle ist den Nazis in die Hände gefallen. Mila und Anna sinnen auf Rache und der ganze Schlamassel beginnt. Ja, aber ich konnte auch gar nichts anderes machen.
Nochmal. Das Versteck findet er rechtzeitig, aber das Holen des Fotos dauert zu lange. In dieser Kammer sollen sich Mila, Anne und ihr Vater verstecken. Wo könnten Anne und Mila das Foto ihrer Mutter hingetan haben? In der Waschschüssel. Kein Foto. Im Bücherregal. Kein Foto weit und breit. Kein Foto weit und breit. Da ist ja das Foto. Ach, da ist das Foto. Geschafft. Aber der Vater von Mila und Anna wurde wieder erschossen, die Schatulle von den Nazis geraubt. Ich konnte den Beginn dieser ganzen Ereignisse immer noch nicht entscheidend verändern. Ja, ich durfte doch nicht. Das geht doch alles automatisch hier irgendwie. Also mir scheint fast so, als wenn die Entwickler an diesem Zeitpunkt auch keinen Bock mehr hatten und fertig werden wollten. Und ich sage auch, weil ich meine damit auch mich. Jetzt gibt er Mila und Anna das Foto rechtzeitig, wird dann aber in der Dachkammer erschossen. Und die Soldaten finden die Schatulle. So ändert sich nichts. Nein, hier ist die Schatulle nicht. Geht das hier eigentlich auch auf Zeit irgendwie? Da ist doch die Schatulle, oder ist das da? Da ist ja die Schatulle. Ja, guck. Die Schatulle der neuen Welten. Sie darf den Nazis nicht in die Hände fallen. Eigentlich sollte sie niemandem mehr in die Hände fallen. Ja, dann weg damit. Damit sollte zumindest dieses Problem gelöst sein. Die Soldaten dürfen den Vater nicht in der Kammer finden. Ist der da schon drin? Wenn die Soldaten gleich in die Wohnung stürmen, darf nichts ihre Aufmerksamkeit auf diese Kammer lenken. Ja, mach mal das Licht aus. Ich kann das Licht jetzt noch nicht löschen. Ich muss erst dafür sorgen, dass der Vater von Mila und Anna leise ist. Vor allem die Tür zu. Farbdosen, Reinigungs- und Lösungsmittel. Da ist Lösungsmittel drin. Ja, sagtest du bereits. Und ein Lappen. Ich tränke den Lappen mit dem Lösungsmittel. So, gute Nacht. Schlafen Sie gut. Und besser als erschossen zu werden. Hier, die Lampe macht sie wieder automatisch und die Tür auch. Sie sind weg, kann aber noch nicht lange her sein. Tja, tschüss. Ende.